zum vierten Rennen zum Preis von Angers, die 1 Emine Smiling und Eckhard Drees. Daneben die 4 Cantadou mit Tim Schwarm. Weiter geht's mit der 2 mit Fantastic Foot und Thomas Pancho. Die 5 folgt Mr. Blitzer Bit, Jan Thijs de Jong. Nächster Teilnehmer ist die 3, Jenna Transair, Robin Bott. Dahinter dann die 6, Etorix mit Jochen Holzschuh. Und am Start ist auch noch die 7, Macho Bit. Und der wird gefahren von Massimo Arix. Start in 4 Minuten. Start in 4 Minuten. Holger, wir beginnen einfach mal mit der Startnummer 5. Mr. Blitzer Bit und Jan Thijs de Jong. Da ist er auch schon. Genau, da ist er auch schon. Mr. Blitzer Bit hat sich zuletzt in Hamburg durchgesetzt. Das war wirklich ein sehr, sehr starkes Laufen. Mr. Blitzer Bit hat da aus dem Mitteltreffen attackiert auf der letzten Überseite. Da gab es noch eine gefährliche Situation, als Pepper KL vor ihm in Pass fiel und ganz nach außen ging. Und Mr. Blitzer Sulki-Fahrer Eckhard Drees. Start zum vierten Rennen. Cantadou hat sie ausgelöst und Cantadou ist auch weiter in Form. Führt vor Jenna Transair, Emin Zweiling, drittes Pferd. Vierte Position hat Mr. Blitzer, Bit Fantastic Food ist fünfter, Macho Bit sechster und Etorix am Ende des Feldes jetzt in zweiter Spur. Und langsam aufzurücken, auch Emin Zweiling geht von der Innenkante nach außen. Da ist es dann Mr. Blitzer, Bit ebenfalls dran und auch Fantastic Food hatte dieselbe Idee, ist jetzt in zweiter Spur unterwegs. Cantadou weiter in Form. Cantadou in der Spitze, vor innen Jenna Transair, außen Emin Smiling. Zieleinlauf. Mr. Blitzer Bit jetzt aufgetaucht an der Seite von Jenna Transair, die sich jetzt ebenfalls auf der Zielgerade noch einschalten könnte. Zielgerade ist jetzt in diesem Moment erreicht. Cantadou innen, Mr. Blitzer Bit und auch Jenna Transair wird jetzt in die Entscheidung geworfen. Jetzt ist erstmal Mr. Blitzer Bit vorbei. Mr. Blitzer Bit, 3 Längen weg von Jenna Transair, die es versucht, aber die keine Schnitte bekommt, weil Mr. Blitzer Bit hier leicht und locker zulegt. Mr. Blitzer Bit, dann Jenna Transair und auf dem dritten Platz jetzt noch Macho Bit. Oh, Fantastic Foot, beziehungsweise innen vermutlich noch Cantadou und dann Fantastic Foot. Letzte Zwischenzeit 12-7. Einfahrt in den und Wiener Besitzer, und ich sehe, glücklicher Besitzer, Jos Morren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir freuen uns auf Jan Thijs de Jong. Jos Morren ist auch da, freut sich, wie er ist, wenn die Mikro. Ja, das ist was der Blitzerbett steht, im Rennfeld stehen soll. Jan, ich hatte gerade kurz mit dem Blitzerbett gesprochen. Jos hat ja seit dem Einbruch hier in ein neues Rennquartier gezogen und er hat eine Formkurve, aber vorher schon gut, aber jetzt hat er noch viel besser geworden. Ja,
Wir schauen gleich, was es gibt. Erstmal einen herzlichen Applaus bitte für Mr. Blitzerbitch. Ich komme mit dem Blitzer, ich komme mit meiner.